Also ich möchte über etwas berichten, wo ich gerade mal erschrocken bin, als ich diesen Titel angeschaut habe und das auf meine Folien übernommen habe. Ein schrecklicher Titel, ich weiß eigentlich nicht, wo der entstanden ist, aber ich möchte das ein bisschen näher bringen, was das jetzt bei uns bedeutet. Also vielleicht mal ganz kurz, unsere Fachstelle im Kanton Basel-Stadt ist eigentlich zuständig in erster Linie für die ganzen Volksschulen, Primarschulen, Sekundarschulen, und das sind so unsere Aufgaben. Also es geht vom Bereich Fortbildung, von pädagogischem Support, aber auch bis hin Einkauf von Hardware, Lizenzierung, technischem Support und so weiter. Und eine ganze Reihe von Angeboten, die wir eigentlich allen Schulen zur Verfügung stellen. So im Unterschied zu vielen anderen Fachstellen, wo halt eher beratend sind und wo die Umsetzung dann in den Gemeinden geschieht, ist das bei uns in der Stadt ein bisschen anders, mit Vor- und Nachteilen. Gesamthaft betreuen wir etwa 60 Standorte. Unsere Benutzerinnenverwaltung hat etwa 25.000 User und wir haben an diesen 60 Standorten etwa im Moment 1.700 Clients, Notebooks oder Computer. Die betreuen wir eigentlich zentral von unserer Stelle aus. Ich habe da noch dazu geschrieben 90 Standorte, weil daneben gibt es noch Gymnasien und so Kleinststandorte und so, die wir nicht betreuen, aber die auch irgendwie bei uns angebunden sind. Das Erfreuliche ist eigentlich im Moment, dass die Gymnasien mit ihrer IT zu uns kommen wollen, weil sie das gemerkt haben, dass das Chancen bietet, wenn man etwas gemeinsam entwickelt. So ganz kurz, was bieten wir in etwa den Schülern, den Lehrpersonen? Wir haben jetzt im Gegensatz zu dem, was wir hier jetzt gehört haben, eigentlich Windows-Clients. Wir setzen aber trotzdem Open Source ein, das sehen wir jetzt gerade. Wir haben seit einem Jahr einen virtuellen Desktop, den wir anbieten. Wir haben für alle Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen ein E-Mail mit Adressbüchern, das sehen wir nachher noch. Wir betreiben eine Lernplattform, eine eigene. Man kann bei uns auch Educone 2 nutzen, selbstverständlich. Wir bieten für alle Schulen Schulwebsites an mit einem Intranet-Bereich. Das wird mit Clone gemacht, das ist auch ein Open-Source-Produkt, haben wir heute schon bei Genf gehört. Wir bieten allen Personen persönliche Dateiablagen und den Schulen auch so gemeinsame Laufwerke an. Und schlussendlich sind wir daran, das haben wir erst an einem Standort so richtig umgesetzt, dass ich mich auch in das Schul-WLAN-Netz einloggen kann mit privaten Geräten. Und das Ganze hängt jetzt eben zusammen. Bei uns gibt es den sogenannten EduBS-Account, Education Basel Stadt. Und all das geschieht über diesen Account. Also wir wollen nicht, dass die Lehrperson oder der Schüler, wenn er sich am Computer in der Schule anmeldet oder wenn er sein Webmail anruft oder was auch immer im Intranet anmeldet, jedes Mal einen anderen Account und Passwort hat. Das geschieht an einem Ort. Also wir brauchen so eine zentrale Verwaltung für Benutzer, für Rechner und auch für die Netze. Und das decken wir jetzt eben mit diesem Produkt UCS ab von Unimension. Das ist ein deutsches Produkt. Ist noch schwierig zu beschreiben, weil das so komplex ist. Ich würde mal so sagen, das ist ein Produkt, das Univention hat verschiedene einzelne Open-Source-Tools zu einem Ganzen zusammengepackt und hat dazu eine relativ komfortable Web-Oberfläche zur Bedienung gemacht. Ich will das kurz zeigen, was das bedeutet. Also das sind jetzt so ein paar Worte eher von der Univention-Website, aber du hast das heute Morgen auch gesagt, Matthias, man wird so halb zum Sales, also mir ist das so vorgekommen beim Vorbereiten. Ich will ja nicht das Produkt Univention verkaufen und trotzdem habe ich so das Gefühl, ja, ich rutsche ein bisschen da in diese Rolle. Also das habe ich gesagt, dann gibt es diverse Schnittstellen, Werkzeuge. Das war für uns ganz wichtig bei der Auswahl, weil wir für die Zukunft ein System haben wollen, wo wir verschiedene Clients einbinden können. Also unsere Schulen sollen, wenn auch jetzt vorwiegend mit Windows gearbeitet wird, auch mit anderen Clients genauso arbeiten können und eine Anmeldung und eine Verwaltung dieser Clients muss genauso möglich sein. Es gibt Schnittstellen, sehen wir gerade noch, zu anderen Softwarelösungen. Ich
würde mal sagen, so das Herzstück von diesem UCS-Server oder Invention-Server ist ein OpenLDAP, also ein LDAP-Verzeichnis, wo eben all diese Daten abgelegt werden. Das Produkt wurde ursprünglich an den Bremer Schulen oder mit den Bremer Schulen entwickelt. Invention ist eine Open-Source-Firma in Bremen, wird aber heute auch an vielen anderen Schulen, zum Beispiel Berlin, großflächig eingesetzt. Es gibt aber auch schon mehrere Schulen hier in der Schweiz, die das einsetzen. Wir sind eine davon. Wenn man sich das ein bisschen vorstellen kann, so sieht dieses Web-Interface aus. Ich habe jetzt da nur den oberen Teil, es geht da unten noch weiter mit mehr technischen Einstellungen. Ich gehe jetzt mal da auf diesen Punkt Benutzer. Ich möchte das noch kurz erklären, was wir gemacht haben. Wir haben in der Stadt Basel von der Administration her eine Schulverwaltung, das geschieht mit den Sekretariaten und so weiter, mit dem haben wir nichts zu tun. Und von dort übernehmen wir alle Daten. Wir haben ein Skript schreiben lassen, das diese Daten über eine XML-Schnittstelle übernimmt und importiert. Im Moment machen wir das wöchentlich, wir könnten das auch täglich machen. Also wenn heute irgendwo in einem Sekretariat ein neuer Schüler erfasst wird, dann ist das spätestens in einer Woche auch in unserer Benutzerverwaltung. Wir übernehmen auch alle Gruppen, also Klassen, Lerngruppen, Wahlfächer und so weiter, weil das nachher für die anderen Applikationen eben sehr wichtig ist. Mit diesem Skript werden dann eben so diverse von diesen Automatismen von Invention aufgerufen. Es wird einmal ein Account erstellt, es wird ein Mail-Account erstellt, Mailadresse und auch ein Heimverzeichnis für diesen User automatisch gebildet. Umgekehrt, wenn er nicht mehr in der Schule ist, wenn er in diesem Import-File nicht mehr kommt, dann wird der Account deaktiviert und entsprechend auch dann nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht. Weil sonst mit 25.000 Usern muss man das automatisieren, das ist nicht mehr manuell handelbar. Passwortverwaltung, wenn also jetzt eine neue Schülerin in einem Schulhaus dazukommt, wir haben in jedem Schulhaus einen ICT-Moderator, ihn bekommt die ein Mail, wo drin steht, da hat es vielleicht 2, 3 neue User oder Anfang Schuljahr eine ganze Reihe neue User gegeben. Sie kann dann über einen Link sich einloggen und dort Passwort und so weiter nachschlagen und die gibt dann in der Schule die Accounts und die Passwörter an Schüler, Schülerinnen und Lehrpersonen weiter. Das machen wir nicht direkt, das wird dann automatisch an die entsprechenden Schulen weitergeleitet. So sieht das dann mal aus, wenn ich einen User angeklickt habe in diesem Webinterface. Das sind einfach die Daten. Ich kann es nicht alles zeigen, also unter Kontakt, es wird auch die Adresse übernommen und so weiter. Eben das, was wir aus der Schulverwaltung importieren wollen. Hier zentral, auch wir selbstverständlich können das Passwort zentral zurückstellen. Dann zum Beispiel Mail. In diesem Tab sind festgehalten die Einstellungen, es kommt da unten dran noch mehr technische, aber ich sehe auch, zum Beispiel, der hat eine Abwesenheitsmeldung drin oder eine Weiterleitung, das lässt sich alles zentral verwalten. Gleichzeitig werden Gruppen gebildet, also man sieht zum Beispiel, diese Lehrperson ist jetzt da, das PSWS, heißt bei uns Primarschule Wasserstelzen, das ist ein Schulauskürzel, man sieht hier, in welchen Klassen diese Lehrperson unterrichtet, das ist ja in der Schuladministration hinterlegt, das übernehmen wir. Und das nutzen wir dann nachher in verschiedenen Applikationen, diese Gruppen. Da wir haben etwa 4.500 Gruppen in unserem System. Für die Lehrperson am Schulhaus, an diesen 60 oder 70 Standorten, die hat sein eigenes Webinterface, das ein bisschen einfacher ist, aber die kann zum Beispiel hier aus einem Auswahlfenster eine Klasse wählen und dann bekommt sie alle Schüler von der Klasse aufgelistet und kann dann hinten wählen, Passwort zurücksetzen und dann kann sie einem Schüler, einer Schülerin direkt das Passwort zurücksetzen. Das muss nicht über uns gehen. Man kann auch hier direkt nach einem Namen suchen. Das ganz ähnlich sieht es dann für die Lehrpersonen aus. Das geschieht also im Schulhaus lokal über diesen Zugriff auf dieses Webinterface. Dann sind da gleichzeitig auch all unsere Computer erfasst.
all unsere Drucker und so weiter. Also es sind nicht nur die Personen, sondern auch eigentlich die Infrastruktur ist in diesem LDAP-Zeitlist zentral erfasst. Beispiel von einem Rechner, für uns vor allem auch im Unten wichtig, darüber werden dann das Zuteilen von also DHCP-Servern, von IP-Adressen und so weiter geregelt. Das können wir ebenfalls direkt übernehmen. Auch hier müssen wir nicht jeden Rechner einzeln eintippen, sondern es gibt so Skript, wo man irgendwie über eine CSV-Tabelle die Daten mitgeben kann und da kann man gerade 25 oder noch mehr Rechner direkt so einlesen. Oder hier ein Drucker. All die Angaben, die es braucht für diesen Drucker, es wäre sogar möglich, Quoten oder noch Preise festzulegen, das machen wir im Moment nicht über UCS. Dann eigentlich so integriert ist das E-Mail. Unimension verfolgt eigentlich eine Taktik, dass verschiedene Open-Source-Produkte wie angebunden werden können. Heute hat sie im Unimension-Server ein sogenanntes App-Center. Da kann man sogar gewisse Produkte relativ einfach dazu installieren. Es gibt mehrere solche Groupware- oder Mail-Programme. Was ich jetzt für uns interessant finde, vor allem der zweite Punkt, also ich denke, ein E-Mail ist ja nichts Spezielles, aber die Adressbücher. Da jetzt diese Gruppen in diesem LDAP alle erfasst sind und das System weiß, in der Klasse, was habe ich hier, 2a wird das sein, sind die und die Schüler, kann man das sehr einfach herausziehen. Und das können wir jetzt allen Mail-Usern hier im Adressbuch zur Verfügung stellen. Also ich kann auf diese Gruppe klicken, neues Mail, und dann kann ich mit 2 Klicks eigentlich an die ganze Klasse kann ich ein E-Mail verschicken. Und das gibt es für alle Lerngruppen, Wahlfächer und so weiter. Es gibt auch die Möglichkeit, alle Lehrpersonen von meinem Schulhaus so auszuwählen und anzuklicken. Und das Schöne ist, es wird ja wöchentlich automatisch synchronisiert. Also ich muss mich in der Schule nicht darum kümmern, dass da jetzt einer weggezogen ist oder 2 neue dazugekommen sind. Das geschieht immer im Hintergrund mit diesem Import-Skript. Das ist eigentlich immer wochenaktuell. Dann haben wir eigentlich diese ganze Palette von Applikationen, die ich vorhin aufgezählt habe, die haben wir angeschlossen an dieses LDAP. Also die Anmeldung an dieser Lernplattform, inklusive auch, dass dort die Gruppen, ich kann eine Klasse nehmen und ich habe eigentlich dann einen Gruppenraum auf der Lernplattform, in der Webseite, das zeige ich noch schnell. Wir haben ein Ticketsystem für Supportfälle, da muss ich auch nicht jedes Mal den Namen und so weiter, sondern das kann ich auswählen und dann werden die Daten ebenfalls direkt aus dem LDAP übernommen. Wir haben dann jede Schule aus eine Firewall, das wird auch über ein Zusatztool gemanagt. Auch hier werden die Angaben aus diesem LDAP direkt übernommen, so können wir beim Fehler oder so sehr schnell ersetzen. Weiter hat Univention einen Radioserver, das ermöglicht mir, dass ich WLAN-Authentifizierung machen kann. Also da sind wir jetzt gerade dran, dass ich mich mit dem gleichen Account dann, wenn ich ins Schulhaus komme, mich über das WLAN authentifizieren kann und dann das Schulnetz nutzen kann. Das kommt dann noch andere Schwierigkeiten dazu. Aber mindestens einmal die Authentifizierung, die können wir sehr einfach regeln. Univention bietet einen sogenannten AD-Connector. Das heißt, ich kann Daten mit einem Active Directory, das wäre das Standard zum LDAP aus der Windows-Welt, kann ich synchronisieren. Wir machen das im Moment in eine Richtung, wir übernehmen Accounts, Passwörter und Gruppenzuteilungen nicht über ein AD, das wir für eine Citrix-Installation brauchen. Weiter integriert gibt es Nagios, weiß nicht, vielleicht sagt mit euch das etwas, das ist ein Überwachungstool, also eigentlich alle Server, Geräte, die im Univention oder im UCS erfasst sind, die kann man dann sehr einfach in dieses Nagios übernehmen und kann die dort auch gewisse Funktionalitäten hin überwachen. Dann gibt es noch so ein UCS-Cool, das sind so Zusatztools. Zum Beispiel können Lehrpersonen Druckaufträge managen oder man kann einer Klasse ein Dokument zur Verfügung stellen, also dass das dann automatisch in alle Heimverzeichnisse meiner Klasse kopiert wird. Oder ich kann das so den Schülern zur Verfügung stellen. Das nützen wir nur teilweise. Ich kann es unmöglich jetzt so in 10 Minuten all diese Features zeigen.
Das wäre jetzt das Beispiel einer unserer Webseiten. Wenn ich da auf Zugriff gehe, das Beispiel, also ich gebe jetzt da Bäume ein und da kann ich hier zwei Häkchen setzen. Da ist der Bäume in diesem Bereich, hat er die entsprechenden Berechtigungen. Oder hier, ich muss das Kürzel meiner Klasse wissen, also irgendwie Wasse 2b oder Wasse, dann kommen halt alle Klassen von meinem Schulhaus. Ich kann hier ein Häkchen setzen und dann habe ich eigentlich einen Intranet-Bereich für diese Klasse gemacht. Und im Hintergrund geschieht ja die ganze User-Verwaltung. Also ich muss mir auf der Webseite nicht darum kümmern, da ist hier einer dazugekommen, zwei weggegangen. Das wird immer zentral in diesem LDAP-Verzeichnis verwaltet. Ich habe hier noch einmal zwei, drei Punkte von Unimension, das ist aus der Webseite. Der erste Punkt war sehr wichtig. Wir wollten uns nicht festlegen auf ein proprietäres System. Also wir können heute sowohl als auch Geräte unterstützen und verwalten. Das haben wir gesehen, wir haben ganz verschiedene Applikationen von Webseiten, Lernplattformen, Mails und so weiter an diese Benutzerverwaltung eingebunden und das funktioniert auch sehr gut. Und vielleicht Vorteil, das haben wir heute Morgen auch schon mal gehört von Matthias Stürmer, wir haben doch einen gewissen Support und durch diese Community, da jetzt doch einige Schulen da dabei sind, ist eigentlich auch eine Weiterentwicklung des Ganzen, ja, garantiert, ist vielleicht übertrieben, aber ist eine gute Chance. Ja. Es gibt dazu ein sogenanntes UCSHQ-Anwendertreffen, das wird von Unimension organisiert. Wir sind jetzt noch dreimal gewesen. Da kommen eben alle, wo größere Schulen, wo das eingesetzt wird, kommen zusammen. Dann gibt es so wie hier ein Austauschtreffen. Und das Spannende ist eigentlich, dass die meisten Feature oder Wünsche, die wir da eingebracht haben, die wir gesagt haben, doch in die Richtung denken wir, geht es und so, die sind dann eigentlich auch aufgenommen worden, weil das sind ja meistens Entwicklungen, es gibt nicht nur eine Schule, die WLAN-Authentifizierung möchte, oder? Das sind meistens dann sehr viele, die ähnliche Wünsche haben. Und die Erfahrung haben wir eigentlich gemacht, dass Unimension sehr auf diese Anwendertreffen hört und dann das Produkt auch versucht, in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und wenn halt eben gesamthaft, ich weiß nicht, weißt du das noch, wie viele Schulen da jetzt mitmachen, keine Ahnung, aber dadurch entsteht ein gewisses Potenzial zur Weiterentwicklung. Selbstverständlich können wir auch selber sagen, dieses Feature brauchen wir, haben wir auch schon gemacht bei kleinen Teilen und dann kann man das einfach bezahlen und dann wird es ins Produkt aufgenommen und steht dann allen zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob es gerade noch zwei, drei Fragen gibt oder. Sonst kann man ja nachher noch fragen. Es geht ja noch weiter zu diesem Thema. Ja, Kosten sagen. Also die Gesamtkosten, die kann ich nicht sagen. Wir zahlen, haben jetzt gerade wieder Lizenzverhandlungen gehabt. Wir zahlen im Moment 40.000 Euro. Also Lizenz ist das falsche Wort, das heißt ein Maintenance, also dass man eben immer wieder die neuesten Updates und so weiter bekommt. Ich muss jetzt aufpassen, wenn ich sage Lizenzen, das wäre das Falsche, aber das ist einfach der Beitrag, den man halt leistet für diese Weiterentwicklung und dass man auch einen gewissen Support hat. Aber dazu kommen jetzt zum Beispiel unsere Import-Skript und die lokalen Anpassungen und so, das könnte ich jetzt nicht aus der Hand sagen. Das sind jetzt rein das, was wir für eigentlich jährlich für das Produkt bezahlt. Aber immer im Vergleich zu etwa 25.000 Usern, man muss das immer in dieser Relation sehen. Wir haben dann einen lokalen Partner, das ist der Chili Cycle, da ist der Name Thomas Dreves erzählt noch, der hilft uns, also auf unserer Ebene, die Menschen wären dann wirklich die zweite oder dritte Stelle für uns. Aber gratis, also das ist das Ganze nicht, das ist keine Frage. Aber ich glaube, umgekehrt dürfen wir auch sagen, dass wir einen gewissen Level von Qualität erreicht haben. Es war nicht immer gleich, das muss ich auch sagen. Aber ja, das kostet halt, auf welche Art man das umsetzen will. Aber bei Interesse nehme ich da gerne noch in der Familie.